Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Terminausblick. Wir schauen auf die wichtigsten Termine für Börsianer am Freitag, 14. November, wo Konjunkturdaten im Mittelpunkt des Interesses stehen werden. Allen voran die Frage, wie schlecht oder wie gut ging es der Wirtschaft in der Eurozone in den Sommermonaten des Jahres 2014? Sprich, wie stark war das Wachstum im abgelaufenen dritten Quartal, also in den Monaten Juli, August, September? Und Sie wissen, die Angst geht ja um, dass die Eurozone wieder zurückfällt, möglicherweise in eine Rezession oder in eine längere Phase schwachen Wachstums. Morgen am Freitag bekommen wir die Zahlen schwarz auf weiß zum Bruttoinlandsprodukt, zum Wachstum im abgelaufenen dritten Quartal. Nicht nur für die Eurozone insgesamt, sondern auch für die einzelnen Länder natürlich der Eurozone. Und da ist natürlich dann für Diskussionsstoff auf jeden Fall gesorgt. Gehen wir gemeinsam die wichtigsten Termine, die wichtigsten Daten nacheinander durch. Los geht's um 7.30 Uhr. Start natürlich mit Frankreich in dem Falle. Und das ist durchaus interessant, denn Frankreich ist ja eines der Sorgenkinder. Das heißt immer, Frankreich ist dürftig nur unterwegs in Sachen Wachstum. Es fehlen die Reformen und es fehlt der Wachstumsschub bei den Nachbarn in Frankreich. Um 7.30 Uhr also diese Zahlen durchaus von Interesse. Ein richtig interessanter Auftakt. Die Markterwartung gar nicht mal so schlecht. Die Volkswirte rechnen hier für Frankreich mit einem leichten Wachstum, nämlich um 0,2%, sollte es hochgegangen sein im dritten Quartal. Die heimischen Zahlen gibt es dann eine halbe Stunde später um 8 Uhr. Dann gibt es die Bruttoinlandsproduktzahlen aus Deutschland für das dritte Quartal. Und da ist die Markterwartung nicht ganz so positiv. Wenn es gut rauskommt, dann wahrscheinlich ein Nullwachstum. Die Commerzbank rechnet sogar mit einem negativen Wachstum, also mit einem Wachstumsrückgang um 0,1% für die ehemalige, Klammer auf Klammer zu, Wachstumslokomotive in der Eurozone für die deutsche Volkswirtschaft. Warten wir mal ab, was dann hinten wirklich rauskommt. Um 10 Uhr dann Zahlen eines weiteren Sorgenkindes, die Wachstumszahlen dann aus Italien zum abgelaufenen dritten Quartal. Und dann um 11 Uhr gibt es die Bilanz für die gesamte EU und für die Eurozone damit. Um 11 Uhr dann die Zahlen dort für den gesamten Währungsraum, Bruttoinlandsproduktzahlen Q3. Ebenfalls um 11 Uhr gibt es die Verbraucherpreise. Auch das ja nicht unwichtig, denn Sie wissen, wir haben eine anhaltende Diskussion über zu wenig Preisanstieg in der Eurozone. Um 11 Uhr gibt es die Verbraucherpreise. Markterwartung hier, ein Anstieg von 0,4%. Sie wissen, viel zu wenig für die Europäische Zentralbank. Die will, dass die Preise stärker steigen in Richtung 2% und knapp darunter. Das ist so das Zielfenster. Preisanstieg 0,4% wäre deutlich zu wenig. Wir haben am Donnerstag ja die Verbraucherpreise für den Monat Oktober für Deutschland bekommen. Der Preisanstieg hier 0,8%, ebenfalls deutlich zu träge. Es bleibt dabei, es geht das Gespenst der Deflation um, obwohl man auch sagen kann, 0,4%, das ist nun mal Preisniveaustabilität. Wir sehen sinkende Energiepreise, sinkende Heizungskosten, sinkende Ölpreise. Das ist natürlich Ausdruck dieser Preisentwicklung. Und wir sehen Anpassungsprozesse in der Eurozone, die durchaus ja auch gewollt sind, die positiv sind. Und deswegen ist der Preisauftrieb eben nur so mäßig. Und dann gibt es einen ganzen Datenkranz, einen ganzen Datencocktail am Nachmittag, liebe Zuschauer. Um 14.30 Uhr gibt es aus den Vereinigten Staaten die Import- und Exportpreise für den Monat Oktober. Also nochmal Preisdaten. Ebenfalls gleiche Uhrzeit um 14.30 Uhr. Die Einzelhandelsumsätze aus den Vereinigten Staaten für den Monat Oktober. Da rechnen die Volkswirte mit einem kleinen Plus von 0,3%. Und hinten raus dann um kurz vor 16 Uhr gibt es den Michigan Verbrauchervertrauensstimmungsindikator aus den Vereinigten Staaten. Das Ganze eben um kurz vor 16 Uhr, um 15.55 Uhr. Also Preisdaten, Konjunkturdaten, Wachstumszahlen, Stimmungsdaten. Das alles gibt's morgen am Freitag, am 14. November. Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute. Tschüss.